Heyo Leute, willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Diesmal direkt ins Gefecht rein. So soll es sein, denn wir wollen Action, Action und noch mehr Action pur. Wir sind mal wieder auf Minen gelandet. Ja, ich mag die Karte mittlerweile auch nicht mehr so. Mit kleinen Panzern ist das zum Kotzen. Aber warte mal, wenn ihr mal einen Panzer der höheren Stufe hier spielt. Panzerer, der Stufe 4 oder so auf dieser Karte, das bringt schon einiges wieder rein. Werde ich später wieder so manche dieser kleinen konzentrierten Karten zurückwünschen. Ja, beeilen wir uns mal, dass wir hinter diesem Train hierher fahren können. Oh, da ist auch der andere chinesische Panzer. Oder? Ist das ein Franzose? Ich weiß es nicht. Jetzt gerade nicht zuordnen. Ich will diesmal versuchen, ein bisschen was zu reißen. Ja, das ist glaube ich eher der französische. Und ein paar Punkte mal zu kriegen, weil selbst wenn man die ganze Zeit nur Niederlagen fährt und vor allem nur 6 Erfahrungspunkte bekommt, das ist dann doch recht heftig. So, ich finde, wir sind auch ein bisschen langsam unterwegs hier. Ja, der T1 hier, der kann den Herrn Vollgas. Oh, ich hoffe, dass es nur an meiner stotterten FPS und meinem Ping liegt, dass ich hier gerade so langsam vom Fleck bekomme und dass es nicht wirklich an meinem Panzer liegt. Hoffentlich sind wir noch unentdeckt. Denn unentdeckt ist eigentlich besser. Versuchen wir uns mal nach vorne zu arbeiten, ohne entdeckt zu werden. So wie da vorne, das ist nicht so gut. Das war ein Abpraller. Hoffen wir mal auf unser Glück, dass das hier so bleibt. Oh. Oh, 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 oh. Das sieht gerade sehr schlecht für uns aus. Ja, wir sind erledigt. Das war unschön. Das war sehr unschön. Hoffentlich benutzt jetzt jemand wenigstens unser Frack, um sich zu decken. Ah, da ist noch einer. Ja, unsauberes Gefecht. Für den Einstieg mal wieder nicht so toll. Na, dann sage ich bis gleich ins nächste Gefecht. So, nächstes Gefecht. Mit neuem Turm und neuer Kanone. Mal gucken, ob wir uns diesmal etwas besser schlagen als im letzten. Oh, und wir sind mal wieder der einzige chinesische Panzer auf der Karte. Mal gucken, ob wir was wir gerissen bekommen, ne Leute? Legen wir los! So. Ah, da wird schon auf uns drauf geballert hier. So, sie sind da, schießen die prophylaktisch immer aufs Haus, in der Hoffnung, da einen zu treffen.
hier wird immer noch von unseren Gegnern draufgeschossen werden. Einnehmen. Ah, gleich haben wir ihn. Oh, oh, weg hier, weg, 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 weg. Unser Munitionslager wurde getroffen. Das ist schlecht. Ja, 4,6 Sekunden Nachladezeit dadurch. Wir ziehen uns jetzt erstmal mit beschädigter Kette zurück. Eine, ich sag mal, bessere Kampfposition. Bis jetzt sieht dieses Gefecht hier nicht so toll aus. 3 Verluste schon auf unserer Seite. Aber das kann ja noch werden. Verlegen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht können wir von hier aus mehr treffen. Den können wir gar nicht anvisieren, der ist viel zu weit weg. Das Gegnerteam fetzt uns hier auseinander. Und es scheint niemanden zu kümmern. Oh mein Gott. Wirkungstreffer. Ja, hier wird gleich schön unsere Basis von hinten auseinandergenommen. Und das scheint meinem Team ziemlich egal zu sein. Dass hier gleich die Hölle los sein wird. Fahrzeug zerstört. Das war es auch. Dieses Gefecht geht definitiv in eine seine Niederlage ein. Naja, wir sehen uns gleich im nächsten Gefecht. So, nächstes Gefecht. Minen. Ah, wir haben jetzt nochmal den besseren Funk drauf. Jetzt brauchen wir noch 100 XP und dann... So 100, 150 XP und dann sind wir hier auch auf Elite. Endlich, dann haben wir alle durchgehend auf Elite. Ich hoffe, das wird heute noch was. In dieser Folge. Ah. Ja, wir sind relativ langsam. Auf der Karte ist das schlecht. So wie es aussieht, sind wir glaube ich wieder der... Nein, wir sind nicht der einzige Chinese. Oder chinesische Panzer. Das sind 3. Ja, ich fahre jetzt bewusst hier hinten lang, weil ich einfach ja nicht schnell genug bin, um in der Mitte was erreichen zu können. Da kriege ich höchstens das Fell gehauen. Ah, toll, mein Sohn. Mal gucken, was wir zerreißen können hier. So weit weg, so alleine. Hallo, Hilfe. Kommt denn niemand? Ey, der Medium stellt sich jetzt nicht da oben hin und macht hier Sniper. Oh Mann. Mein Team hat die... hat das Mittel... den Mittelkampf gewonnen. Ah, aber... war es glaube ich auch hier gleich großartig für mich. Ich hoffe, das klingt. Er wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Das muss wehtun.
Oh nein, da hat er uns erwischt. Der Japaner. Na gut, wir sind im nächsten Gefecht. So, da sind wir nicht im nächsten Gefecht. Das letzte Gefecht war ein Sieg. Doppelte Erfahrung. 226 Erfahrungspunkte reichen aus für den VAE Typ B. Hurra, nächster Panzer auf Elite. So wie es sein soll. Ja, haben wir den Weikersmarkt E Typ B. Was haben wir denn da? Ja. So langsam, aber sicher arbeiten wir uns nach vorne. Einmal Schnellausbildung. So, und jetzt nehmen wir den letzten Starter in Angriff. Würde ich da mal sagen, auf ins nächste Gefecht. Wir sehen uns dann gleich wieder im Gefecht, würde ich sagen. So, da sind wir auch schon im Gefecht. Endlich unseren letzten Panzer, den wir auf Elite zu bringen haben, von den Einsern. Wurde auch mal Zeit. So, jetzt haben wir irgendwie ganz viele Chinesen irgendwie. Ah, gute Kombi. So, 2,5 Sekunden, ne? Warte, 2. Das ist okay. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir erreicht bekommen. Mit der Standardkanone und Standardketten und Standardmotor. Hoffentlich machen wir jetzt mal ganz schnell ganz viele Erfahrungspunkte und holen uns mal so einfach den nächsten Panzer frei. Oder sowas. Ja, vielleicht soll ich mal langsam darüber reden, wie es weitergeht, nachdem wir alle Einser-Panzer auf Elite haben. Ja, wie ich bereits in anderen Videos gesagt habe, ich werde Trainingsfahrten machen mit den Panzern. Ganz klar. Die müssen ja auch hochgelevelt werden. Die werde ich aber offscreen machen, diese Trainingsfahrten. Hauptgeschütz beschädigt. Wir haben Genauigkeit eingebüßt. Oh, wie unschön. Wo kommt denn das Feuer her? Unschön. Sehr, sehr unschön. Ja, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich werde einiges halt offscreen machen, Trainingsfahrten und so weiter, um die Crew halt jetzt auszubilden. Und hole euch dann dazu, wenn wir den nächsten Panzer holen. Jetzt am Anfang sind die Videos halt recht kurz, da haben wir relativ zügig in ein, zwei Parts jeden Panzer hochgelevelt. Später wird das mehr und intensiver werden, weil es einfach viel, viel länger dauern wird, bis wir einen Panzer dann auf Elite haben. Und ja, das kostet halt alles Zeit. Dass ich mir am Überlegen bin, ob ich halt nicht jetzt alles zeige, also jede Fahrt, also ich fahre einfach mit dem Panzern standardmäßig, das nehme ich auf, und dann zeige ich halt immer nur, wenn mal eine neue Waffe da drauf kommt, wie die wirkt oder halt in die Richtung. Also ich werde jetzt nicht jedes Gefecht später aufzeichnen, sonst kommen wir in endlos viele Videogeschnipselparts und ja. Seien wir ehrlich, wollt ihr so viel sehen, dann klar. Das wird halt erst bei den größeren Panzern, wird das ab der Stufe 4 rum, wird das interessant, wenn da wirklich eine dasselbe Panzer 10 Parts quasi füllt. Naja gut, ich heb mir noch ein bisschen was auf fürs nächste Video. Bis gleich. Also, nicht nächstes Video, sondern nächstes Gefecht. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder im nächsten Gefecht. So,
Renozu. Ich bin der einzige Japaner in meinem Team mal gerade. Aber auch hier Renos, Chinesen. Kolonie OP. Ah ja, interessante Namen. Sehr, 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 sehr interessante Namen. Naja, wie dem auch sei. Schauen wir mal, dass wir vorwärts kommen. Um wenigstens ein bisschen was zu erreichen. Weil das letzte Gefecht, das war so schlecht. 0 Punkte. Ja, was ich noch erzählen wollte im letzten Gefecht, wo ich dann halt abgebrochen habe und das jetzt hier erzähle. Ich habe mich schon entschieden, was für einen Panzer ich als nächstes erstmal hole. Also auf der deutschen Seite habe ich mich nämlich entschieden, den Panzerjäger 1 zu holen. Also ich habe die Quelle die Crew erstmal auf. Panzerjäger trimmen und dann auch entsprechend ja die Panzerjäger der deutschen Linie erstmal so ein bisschen hervorheben. Der Panzerjäger 1 ermöglicht uns dann auch unser erstes historisches Gefecht zu fahren, was ich persönlich sehr begrüße. Oh, und ich habe ihn angezündet. Oh, was für ein Glückstreffer. Fackel ab. Der soll abfackeln. Oh, schade. Aber wunderschön, jemanden anzuzünden. Ah, das ist herrlich. Das ist einfach nur herrlich. Ja, wie gesagt, ich hole bei der deutschen Linie als nächstes, wie gesagt, den Panzerjäger 1, den begrüße ich, damit werde ich euch den irgendeinem kommenden zukünftigen Part begrüßen. Weil der ist schon recht schön. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. So. Einfach mal weiter hier. Jetzt nicht mehr alleine, kommt hier ganz gut voran. Was ihr hier seht, meine Kette ist ja beschädigt, aber ich selber habe noch keine Hitpoints verloren. Das ist das Schöne, wenn ein Modul beschädigt oder zerstört wird, muss man nicht unbedingt gleich an der Panzerung was verlieren. Sieht hier nicht so toll aus. Ich denke, zu cappen ist hier sehr sinnvoll. Ja, den Cap hier zu machen ist sinnvoll. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie soll man schnell hierher kommen, sonst schaffen wir den Cap nämlich nicht.
Das sieht aber gerade sehr schlecht mal für uns aus. Wo bleiben denn meine Verbündeten hier so lange? Was hält die so zurück? Ja, das wird eine Niederlage durch Cap. Das schaffen wir nicht. Das ist schade, äußerst schade jetzt hier. Das hätte so ein schönes Sieg werden können. Jetzt haben wir eine Niederlage. Oh, was haben wir hier? Funktionslage, Treibstoff fangen. Und Motor zerstört. Sehr schön. Ah, dann schauen wir mal schnell, wenn wir gerade hier sind, in die Forschung. Oh, Entschuldigung. Ich würde mal sagen, ne? Die Kanone. Schalten wir mal frei den Turm. Ah, das blöde Mikrofon. Oh, da haben wir jetzt einen Free XP verbraucht. Das wollte ich nicht. Vergleichen will ich die mal miteinander. So, was haben wir denn hier? Durchschlagskraft 29 mm, hier 23, aber nur 8 Schaden. Also Magazinsystem. Ich denke, ich bleibe noch bei der Standardkanone so lange, auch wenn wir schon den besseren Turm haben, und arbeiten uns dann hier auf. Diese Waffen hier so langsam drauf zu. Ja, das sieht doch schon besser aus. Gut, dann belassen wir es jetzt erstmal hierbei und wir sehen uns dann gleich im nächsten Gefecht. Ja, doch nicht im Gefecht. Nur ganz kurz, ich habe die Zeit leider schon leicht wieder überschritten. Wir wollen die Parts ja nicht so groß machen. Also sag ich hier jetzt mal, ne? Ja, cool, könnt ihr mal gucken. Wir haben immer 100.000 Kreditpunkte mal zusammen. Ordentlich Free XP. Wir haben unseren Panzer, unseren letzten Panzer, den wir jetzt auf Elite bringen von den Einsern. Und dann sage ich mal, ne? Ich bin euer Marcel. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.